Ja, moin, meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Raid Shadow Legends auf meinem Kanal Matze. Und wir wollen heute ein kleines Splitter-Opening machen. Wirklich ein kleines. Wir haben aktuell ein Splitter-Event, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie Beschwörungs-Event. Ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Schauen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall habe ich noch einen leeren Splitter aktuell. Die kriegt man ja echt sehr, 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 sehr schwierig. Antike Splitter kriegt man schon ab und zu mal, aber habe ich jetzt auch nur 8 gesammelt. Und ich würde sagen, wir öffnen von den mysteriösen Splittern, keine Ahnung, 40 Stück. Und schauen dann mal, was wir da so Schickes drin haben werden. Ich zeige euch eben noch mal kurz das Event. Das ist ja auch das, was ich in meinen Tipp-Videos gesagt hatte. Bereitet euch auf die Events vor. Diese Beschwörungsrausch-Events, ich glaube, sie kommen alle ein, zwei Wochen. Das heißt, bereitet euch in dem Sinne darauf vor, dass ihr eure Splitter am besten aufhebt und dann in dem Moment, wo so ein Event ist, die Splitter einsetzt. Ich habe jetzt selber tatsächlich nicht so viele, aber ich habe in der letzten Zeit eigentlich schon immer nur noch die mysteriösen Splitter eingelöst und habe die antiken Splitter und die leeren Splitter aufgehoben von den letzten zwei, drei Tagen. Für das nächste Event werde ich auf jeden Fall mehr sammeln. Mein Ziel ist es, beim nächsten Event dann direkt alle Meilenstein-Belohnungen zu holen. Die bisherigen Belohnungen habe ich nur mit normalen Splittern geholt. Allein mit den normalen Splittern kommen wir auch noch bis hier. Ich denke, wir sollten am Ende wahrscheinlich hier müssten wir irgendwo liegen, dass wir den XP-Boost, den ich eigentlich aktuell nicht brauche, aber wir kriegen noch zweimal Fett-Energie. Und die werde ich heute auch noch gebrauchen, weil ich will heute nochmal richtig suchten, Alter, richtig suchten. Aber im Endeffekt gut, es gibt hier ein episches und ein legendäres Buch. Ist natürlich selten und wertvoll, aber wenn es nach mir gegangen wäre, ein legendärer Splitter oder so, wobei ich glaube, legendäre Splitter bei Events bin ich mir gar nicht sicher, ob es die überhaupt mal gibt. Aber da hätte ich dann doch schon mehr Bock drauf gehabt. So, aber da komme ich wahrscheinlich sowieso nicht hin. Ich glaube, im Endeffekt werde ich hier, vielleicht hier am Ende landen oder hier am Ende des Events, dass ich diese Belohnung noch mitnehmen kann. So, aber ich würde sagen, ich habe jetzt genug gesabbelt. Wir fangen mal an. Wir fangen einfach mal an mit den mysteriösen Splittern, die ich, glaube ich, auch gleich einmal irgendwo reinstopfen muss, damit ich überhaupt Platz habe für noch mehr. Ja, let's go. Ich muss mir auch gleich noch mal ein paar mehr Slots kaufen. So. Ja, hier kann ja eigentlich nicht viel Besonderes drin sein. Hier ist man ja schon froh, wenn man relativ viele... Hier hatte ich jetzt richtig Glück. Das hatte ich ja auch in meinen Tipps-Videos gesagt. In der Regel hast du hier mindestens 2 ungewöhnliche. Ich habe hier jetzt sogar 6 ungewöhnliche. Das ist wirklich richtig gut. Das ist richtig gut. Also ich glaube, das ist sogar das Beste, was ich je hatte. Dass ich hier 6 ungewöhnliche bei 10 geöffneten Splittern habe. Das ist wirklich Wahnsinn. Natürlich, wenn jetzt hier noch ein Selten dabei gewesen wäre, hätte das nochmal dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Aber mal schauen, was wir jetzt hier haben. Ja, auch nochmal 3. Seltene, wie gesagt, die seltenen brauche ich, weil ich die eigentlich immer dafür benutze, um meine anderen Champions hochzuleveln. So, jetzt ist die Frage, wenn ich den hier mache, die nächsten 10 Slots kosten 208, egal, die haue ich nochmal raus. Die kriege ich auch noch durchs Event. Ich hol mir nochmal 10 Slots für die 280.000 Silber, weil ich denke, im Endeffekt bis zu 100 Slots muss ich mir irgendwann freispielen, weil sonst ist das echt nervig. Du musst die ganze Zeit immer dir Platz machen, um weitere Beschwörungen vornehmen zu können. So, hier habe ich jetzt mal, wie gesagt, das Minimum, was man eigentlich an Ungewöhnlichen nie hat. Ich hatte auch schon mal 1, ich glaube. Ein einziges Mal hatte ich sogar keine ungewöhnliche dabei. Aber wie gesagt, 2 hat man eigentlich fast immer. Aber kein Glück mit seltenen gehabt. Ich glaube, wir lassen es dabei, weil dann passt das jetzt, wenn wir die antiken Splitter und den leeren Splitter noch beschwören. Passt das, wenn ich jetzt hier für die 60 Kristalle mir die 10 Slots kaufe und dann habe ich hier noch Platz für die 9, die wir hier noch beschwören. So, die beschwören wir jetzt aber einzeln. Die kann man auch nur anscheinend einzeln beschwören. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt 10 hätte, ob das gehen würde, theoretisch.
Wurde mir jetzt hier nicht angezeigt. So. Was ich bei den leeren Splittern immer ganz geil finde, ist, dass diese... Was ich bei den antiken Splittern immer ganz geil finde, ist, hier bekommst du so oder so, ich zeige euch das nochmal, so oder so bekommst du hier einen seltenen. Mindestens. Hier ist es dann so, beim leeren Splitter, wo man dann eigentlich ja hoffen würde, dass man so oder so einen epischen bekommt, auch so selten wie die sind, finde ich, wäre das eigentlich schon gerechtfertigt. Kannst du immer noch einen seltenen bekommen, beziehungsweise kriegst in den meisten Fällen sogar einen seltenen. Wir können uns gleich nochmal, ich glaube, kann man hier die Statistik sehen? Ja, hier kann man die Statistik sehen. Hier bekommst du bei episch, bei leere gerade mal 6%. Oder was? Warte mal, bin ich gerade... Ja, genau. Selbst beim leeren Splitter hast du nur 6% Chance, dass du einen epischen bekommst. Obwohl der leere Splitter doch der ist, der sogar die Farbe von episch hat. Also die Chance ist saugering, selbst bei dem leeren Splitter einen epischen zu kriegen. Ich hatte tatsächlich einmal bei einem seltenen einen epischen. Bei den antiken Splittern ist die Chance... Was? Verstehe ich das gerade richtig? Die Chance ist sogar höher, eine epische zu kriegen bei den antiken Splittern als bei dem leeren Splitter? Lol. Irgendwie macht die Tabelle keinen Sinn, meiner Meinung nach. Du hast die der leeren Splitter, der ja eigentlich besser ist als der antike Splitter, hat schlechtere Chancen auf eine epische und schlechtere Chancen auf eine legendäre als der antike Splitter. Oder ich verstehe das gerade irgendwie falsch. Also für mich ist 6%ige Chance auf episch bei leeren Splitter und 8 bei antik. Ich habe mir das vorher nicht so genau angeguckt, aber das fällt mir jetzt gerade einfach so mal auf. Mal gucken, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es genauso versteht. Vielleicht verstehe ich es auch irgendwie falsch. So, aber wir machen jetzt mal die restlichen auf. Wenn hier die Chance höher ist, vielleicht haben wir hier Glück. Wie gesagt, ich hatte schon einmal eine epische aus dem antiken Splitter. Man sieht das hier auch. Wenn es hier jetzt blau ist, dann weiß man schon, okay, es ist ein seltener und kein epischer. Und wir haben hier Galak bekommen. Galak finde ich persönlich ziemlich nice, weil Galak ist die eine Anfangseinheit, die auch ziemlich stark bewertet ist. Guckt euch das mal an. Ich habe ja bereits den guten... Na, wie heißt er? Den guten Kale als Starter. Und jetzt habe ich hier Galak, der Angriff. Der ist auch Angriff, okay. Gut, wären zwei Angriffs, aber ich finde den immer ziemlich stark in der Arena, wenn ich den gegen mich habe. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich glaube, zu den Fähigkeiten brauche ich nichts sagen, viele von euch haben den vielleicht sogar. Beim ersten habe ich das jetzt ein bisschen verkackt. Schauen wir uns mal an, was wir jetzt noch bekommen. Stellt euch mal vor, wir würden Legendären einfach ziehen. Das könnte theoretisch passieren, ne? Es ist möglich. Akolyt. So, der hat endloser Zorn, greift einen Gegner an, füllt das Rundenmeter dieses Champions um 25%, Schaden basierend auf Angriff. Greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 75% das Rundenmeter des Ziels, um 50% zu verringern. Entfernt alle Debuffs von allen Verbündeten. Steigert Angriff von Verbündeten in der Arena um 30%, okay. Finde ich jetzt wirkt nicht so überkrass, wenn wir uns die Bewertung reinziehen. Ja, okay, doch, ist aber, von den Bewertungen her ist er gut. Von den Bewertungen her ist er gut. Ich gehe sehr nach Bewertung. Also, ich schaue mir die Bewertung eigentlich schon immer an, wenn da jetzt jemand mit rot... Oh, episch! Nein. Oder? Ah, okay. Ich dachte gerade schon, das ist doch dieselbe, die ich schon habe. Aber das ist eine andere. Knochensammler. Greift deinen Gegner an, bietet eine Chance von 50% für zwei Runden, einen 30% Death-Verringer-Debuff zu verleihen, wenn dieser Angriff kritisch trifft. Greift einen Gegner an, dieser Angriff richtet 35% Crit-Damage zusätzlich an.
Schaden basierend auf Angriff. Und greift einen Gegner an, verleiht einen Zusatztreffer, wenn dieser Angriff kritisch trifft. Also wenn man die auf Crit ausrüstet, sollte die ganz gut abgehen. Aber wenn man sich die Bewertung anguckt, hier sogar rot, gut. Aber das ist, weil sie immer nur eine Einheit angreift. In der Spinnenhöhle sind wirklich viele Einheiten schlecht. Feuerritterschloss, Seelenburgfried, aber auch nicht gut. Das ist jetzt nicht die ultra-epische, würde ich sagen. Also, aber es geht fit. Natürlich trotzdem schön, eine epische bekommen zu haben. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Und was ich jetzt gerade sehe, Alter, ich habe gerade meine Kohle verprasst. Und jetzt habe ich gar kein Gold mehr, um die ganzen Splitter einzulösen. Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe durchs Ereignis ja eben mal 200.000 bekommen. Oder? Ach nein, da kommen erst die 200.000. Warte mal kurz. Ich müsste eigentlich noch ordentlich was zum Verkaufen haben. Das kriegen wir hin. Da verkaufen wir eben nochmal schnell ein paar Sachen. Lol. Da hab ich mir jetzt gerade gar keine Gedanken drüber gemacht. Mein Fehler, sorry. Natürlich ein bisschen Fail. Das werde ich auf jeden Fall beim nächsten... Ich habe gar nicht bedacht, wie teuer das Beschwören von Antiken und Antiken und leeren Steinen ist. Habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Wirklich, sorry. So, hier haben wir nochmal 120.000. Habe ich irgendwo nochmal ein paar. Die anderen Sachen will ich nicht verkaufen. So, dann haben wir nochmal 120.000. Also auf jeden Fall will ich den leeren Splitter für euch noch beschwören. Safe. Kostet auch 20.000. Ja, dann reicht das ja. Dann reicht das ja. So, dann beschwören wir die restlichen. So, hier haben wir die mystische Hand. Der soll, glaube ich, relativ gut sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich habe mir natürlich auch schon mal ein paar Mal ein Video angeguckt, wo auch sowas Ähnliches gemacht wurde. In Amerika ist das Game schon ein bisschen mehr gehypt. Da gibt es mehrere, die solche Videos machen. Greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 30% für 2 Runden, einen Blocke Buffs Debuff zu verleihen. Greift einen Gegner an, stiehlt 2 zufällige Buffs vom Ziel, Schaden basierend auf Angriff. Das ist geil, finde ich. Buffs vom Ziel zu klauen, also dass er sich sie selber gibt. Heilt den Verbündeten mit den niedrigsten LP um 15%, gleicht dann die LP-Werte aller Verbündeten an. Okay. Das heißt, der quasi alle haben dann so viel Leben wie der geheilt wurde. Okay, krass. Nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Ja, also ist schon irgendwie ein lustiger Effekt. So. Hier haben wir auch wieder eine seltene. Das ist Reumütiger. Greift ein Gegner zweimal an, bietet eine Chance von 30% für eine Runde einen Angriff verringerer Debuff zu verleihen. Greift ein Gegner an, verleiht diesem Champion für eine Runde einen Gegenangriff-Buff. Entfernt alle Debuffs von diesem Champion, verleiht diesem Champion für 3 Runden eine Blocke Debuffs. Ich glaube, das ist jetzt nicht der besondere hier Held, oder? Ja, jetzt auch keine besondere Bewertung. Boom. Und das war auch nicht wirklich was. Hatte ich die sogar schon mal? Auch gar nichts Dolles. Greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 25% für eine Runde provozieren, Debuff zu verleihen. Greift einen Gegner dreimal an, bietet eine Chance von 25% auf eine Zusatzrunde. Greift einen Gegner an, heilt diesen Champion um 15% des angerichteten Schadens. Verleiht für 2 Runden einen 50% Heilungsverringerung. Debuff. Brand basierend auf Angriff. Okay. Und gleich haben wir noch den leeren Splitter. Also wir haben immerhin eine epische bekommen. Zerhacker greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 20% für 2 Runden einen 30% Death-Verringer Debuff zu verleihen. Greift einen Gegner an, verleiht für eine Runde einen Lähmung Debuff, wenn diese aktuelle LP des niedriger sind als die des aktuellen LP dieses Champions, okay.
greift ein Gegner an, entfernt einen zufälligen Buff vom Ziel. Auch nichts, gar nichts Besonderes, überhaupt nicht. Wenn man sich die Bewertung anguckt. Und jetzt der leeren Splitter. Der ja anscheinend nicht besser ist als der antike Splitter, wenn das jetzt aktuell so ist. Ja, kommt auch nur kommt auch nur ein seltener raus. Greift ein Gegner zweimal an, bietet eine Chance für 25 bis 2 Runden einen Angriffsverringerer Debuff zu verleihen. Greift ein Gegner an, verleiht allen Verbündeten für 3 Runden einen 30% Crit-Quote-Steigerer. Buff, wenn das Ziel getötet wird. Der angerichtete Schaden ist abhängig vom Death. Greift alle Gegner an, bietet eine Chance von 50% für eine Runde einen Blocke Buffs Debuff zu verleihen. Der ist doch auch kacke, oder? Aber wobei, bei dem geht die Bewertung. Bei dem geht die Bewertung tatsächlich, aber ja, also die wirklich, wirklich mit Abstand interessanteste Personalie, wenn man das so sagen kann, haben wir ja wohl. Was ist das denn? Los. Achso, das ist ein neuer Wettbewerb, der jetzt, okay. Der ist jetzt gerade reingekommen. So, aber egal. Ich will noch einmal kurz gucken. Also, sie haben wir bekommen. Klar, geht fit. Und Galek. Ich würde sagen, Galek ist sogar der Beste, den wir bekommen haben. Ich würde sagen, Galek ist der Beste, den wir hier rausbekommen haben. Aus den Beschwörungen, die wir hier vorgenommen haben. Und den werde ich vielleicht sogar noch in mein Team mit aufnehmen. Bei ihr bin ich mir nicht so sicher. Die ist okay. Aber für mich ist das so, mit der habe ich die übrigens verwechselt. Die sehen echt fast gleich aus. Und ich finde auch von den Fähigkeiten her, haben zwar jetzt nicht dieselben Fähigkeiten, aber die ist halt wie eine bessere Version von ihr. Dementsprechend macht für mich keinen Sinn, auf die hier zu gehen. Ne, die Schamane ist besser als die Knochensammlerin. Deswegen, ja, war jetzt keine gute epische, aber Hauptsache überhaupt eine epische. Und das war's mit diesem Video. Ist ein bisschen länger geworden, als ich geplant hatte. Ihr könnt ja mal euer Feedback reinschreiben. Wie findet ihr diese Videos? Wollt ihr mehr solche Videos? Also so Splitter-Beschwörungsvideos. Und Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Bleibt stabil, haut da rein und bis dann. Ciao.